Der großen Entscheidungen geben Hassan und Nadel auf. Wenn du nicht schaffst, kommst du. Ich habe nicht dagegen. Und wenn ich hier bleiben würde, würde ich nur alles kaputt machen. Das mache ich nicht. Große Unruhe herrscht im Big Brother Haus. Hassan und Nadel haben genug und wollen das Handtuch werfen. Doch einer ist damit ganz und gar nicht einverstanden. Hassans Vater ist gekommen, um seinem Sohnemann kräftig ins Gewissen zu reden. Was hast du da? Ich will nicht mehr. Warum? Warum? Sag mal, zähl mal. Weil ich nach Hause will, weil ich hier nicht mehr will. Weil ich nicht mehr mit den Leuten kann. Was hast du? Ich kann nicht mit den Leuten. Warum, Hassan? Du hast zwar auch draußen viele Leute kennengelernt. Hassan, du bist hier reingekommen. Du hast nur mit deinem Herz gespielt. Wenn du schlau bist, hast du da nicht mit deinem Kopf und deinem Herz zusammengespielt. Das ist ein Spiel. Ja. Aber ich kann nicht mehr. Warum kannst du nicht? Ich kann nicht mehr. Hassan, wir sind zufrieden von dir. Weißt du, ich bin jetzt vom Nachtschicht hier gekommen. Direkt vom Nachtschicht. Ich habe gestern Nachtschicht. Ich habe nicht geschlafen, bis ich mit dir heute rede. Wie kommst du mit Leuten nicht klar? Sag ich dir, warum kommst du mit Leuten nicht klar? Sag ich dir, ja? Weil du bist hier mit 11 Kandidaten, aber du machst nur mit einem Kontakt. Und der Rest sind nicht dabei. Für dich sind nur Figuren da drin, Hassan. Deswegen, du bist nicht so. Ich weiß, dass ich nicht so bin. Ja, du bist nicht so, Hassan. Wir haben für dich viel zu viel gemacht. Verstehst du? Wir kommen jedes Mal wegen dir nur an die Studio, bis uns die ganzen Leute kennengelernt. Gibt so und so. Verstehst du? Ich habe auch gute Freundschaft und ich habe schlechte Freundschaft. Und du kannst auch so machen. Hassan, du sollst diesen Kontakt mit allen Leuten da drin machen. Schaffst du das? Ich weiß, du schaffst. Ich weiß nicht aber, was du hast. Warum hast du nicht, weil ich habe dir meine Briefe geschickt, warum bist du nicht rausgegangen? Dann war ich stolz auf dich. Aber jetzt, wenn du rausgehst von hier, Hassan, ich bin nicht zufrieden von dir. War besser für mich, wenn du hast das Haus verlassen nach meinem Brief. Deine Mutter sagt auch so. Ja, weißt du das? Ja. Und heute einfach sagst du zu mir, ich möchte das Haus verlassen. Was hast du von sowas verdient? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe zu dir gesagt, sollst du in Big Brother reinkommen? Habe ich das gesagt? Deine Mutter hat das gesagt? Nein. Ja. Hassan, du hast du für dich selber entschieden, Hassan. Verstehst du? Hast du schon 3 Monate schon vorbei? Du hast noch halbe Weg. Du hast zu mir gesagt, ich möchte eine Star werden. Hassan, guck mal, du hast hier viel gedacht. Musst du hier denken. Ich habe damals zu dir gesagt, du bist ein schlauer Mensch. Du bist ein guter Mensch. Und du schaffst das. Guck mal, Hassan. Jetzt nur, weil Nadel will rausgehen. Ja? Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Du hast hier eine Chance, eine Gelegenheit für dich. Du sollst sie nutzen. Jetzt gehst du einfach raus. Du bist schon da dran. Guck mal, wenn du an Nadel verliebt, ich habe nicht dagegen, Hassan. Du kennst mich. Ich habe nie wegen einem Mädchen, war mit dir früher, ich habe nie was gesagt. Verstehst du? Wenn du zufrieden bist, ich bin auch zufrieden. Verstehst du? Wenn Nadel will rausfliegen, oder sie will raus nach Hause, sie kann an dich warten. Sie kann mit uns Kontakt machen. Wir haben nichts dagegen. Aber du schaffst alleine. Ich verspreche dir, du schaffst so und du bleibst so bis Ende. Verstehst du, gehst du jetzt wieder da rein. Denkst du, erste 3 Wochen, weißt du, was war Hassan? War der richtige Hassan. Und jetzt? Wo ist Hassan im Big Brother Haus? Das ist dein Leben, nicht unser Leben. Du musst deine Chance nur hier nutzen. Es passiert noch irgendwas, du hast noch 3 Monate Zeit. Und du weißt, dieses Spiel ist so. Ich habe nicht Big Brother geguckt, du hast so geguckt. Oder nicht? Ja. Denkst du dran, überleg mal nochmal. Verstehst du, wenn Nadel will raus,
gehen. Lass sie raus. Sie schafft nicht mehr. Du hast so geschafft, 3 Monate, hast du noch 3 Monate. Wenn du nicht bis zum Ende schaffst, aber du hast sowas getan. Sag mal, was willst du machen? Gib dir noch ein bisschen Zeit, Hassan. Wenn sie rausgeht, ist kein Problem. Wenn sie dich liebt, sie wartet auf dich. Ist egal, wer genau. Das heißt, ist nicht schlimm, schaffst du ohne Nadel. Wenn sie rausgeht, sie wartet auf dich. Das sind nur ein paar. Kann sein, nächste Woche fliegst du raus. Aber ich möchte nicht Hassan von alleine so sagen, das sind meine Hände, ich gehe raus. Okay. Lass die Leute dich nominieren und okay. Gehst du mit der Stimmung raus. Okay. Das will ich von dir. In Ordnung? Ja. Alles klar. Ja. Schaffen, okay? Okay. Wenn du nicht schaffst, du kannst tun. Ich habe mich dagegen. Tut mir leid. Habe ich ihn gesehen, dann waren das halt gemischte Gefühle, weil ich nicht wusste, wie ich halt reagieren sollte, weil ich nicht wusste, wie er jetzt denkt. Das gelingt Han und ich sehr, sehr gerne habe. Mein Vater hat mir beigebracht, stolz auf mich zu sein, mich auf eine Art und Weise benehmen zu können und andere Leute zu respektieren. Und es ist halt mein Vater und für mich steht er halt ganz oben. Das ist das Beste, was ich je gelernt habe. Der bittere Abschied zwischen Nadel und Hassan. Gleich. Liebe Zuschauer, diese Woche.